Und das zweite Mal, wo ich sowas hatte, da habe ich von meinem besten Freund, den ich auch heute eigentlich immer noch als meinen besten Freund bezeichne, was heißt bezeichne? Ich kann nicht mehr reden. Er ist es noch. Genau, dann habe ich von ihm mal, der hat so einen schönen Stein gehabt. Das war so ein goldener Stein. Der war richtig schön. Und den habe ich ihm geklaut. Eigentlich richtig dreist, einfach so den Stein geklaut. Also, ja, ich war früher vielleicht so ein bisschen so ein kleines Arschloch. Ne? Also, und der wusste, dass ich den geklaut hatte. Und ich sagte so: Nee, den, ich hab den aber nicht. Ich habe den da sogar noch dreist ins Gesicht angelogen. Also. Oh, ich weiß nicht, ob ich mich daran noch erinnere. Ich muss ihn das echt mal fragen, ob er das noch weiß. Ich war so dreist an dem Tag. Also, ich habe ihm wirklich gar nichts gegönnt, ne? Also. Da habe ich ihn einfach ins Gesicht gelogen und dann von hinten ermordet, Alter. Das war eigentlich echt uncool. Hätte ich eigentlich gar nicht machen sollen. So, hier machen wir natürlich jetzt weg, weil hier ist leider kein Fenster mehr drin. Das ist ein bisschen schade. Aber was will man machen, ne? Ich fand den Eingang hier eigentlich mal ganz gut. Aber der kommt jetzt halt hier weg, weil das macht keinen Sinn, dass der noch hier ist. So, jetzt gehen wir noch einen weiter runter und reißen hier die ganze Decke raus. Und dann sind wir nämlich auf dieser Ebene hier. Es wird natürlich nicht ganz so perfekt aussehen, weil ich wollte eigentlich das bis vorne hin machen. Aber das wird nicht funktionieren. Deswegen müssen wir hier ein bisschen provisorisch arbeiten. Aber es wird schon werden. Und wir werden ja auch hier alles rausreißen. Das wird auch alles anders sein. Das muss hier ja noch alles gestützt werden. Und das kann ich nicht einfach hier so hängen lassen. Das lässt sich mal nicht so hängen. Ne? Das wird alles nicht funktionieren. Das muss man alles realistischer darstellen mit Säulen, wie diese hier zum Beispiel, die jetzt nicht dahin passt. So. Gut. Was haben wir denn noch so für schöne Fragen hier? Oh, so, auch nochmal. Ah, die läuft noch perfekt, okay. Ja, da habe ich noch ein paar schöne Fragen. Das ist mal interessant. Jetzt geht's mal. Jetzt, gerade über Beziehung geredet, jetzt geht es wieder um Beziehung. Also hast du jemals Online-Dating probiert? Ja. Ich bereue es leider so ein bisschen tatsächlich. Also ich fand das. Ja, ich weiß nicht, so Online-Dating ist. Es ist schwierig, finde ich. Also irgendwie passt das alles nicht so zusammen. Ne? Also das ist so ein bisschen. Das ist natürlich schön, keine Frage. Man kann da auch gut was finden, aber nicht immer. Ne? Dann war es halt wirklich ziemlich uncool halt auch, weil man gefühlt. Also ich hatte so ein paar Kontakte mal so da bekommen, aber es war so ein bisschen Gerede dann so la la und hast du nicht gesehen? Aber die meisten haben gar nicht geantwortet. Die haben nie irgendwie eine Reaktion gezeigt oder geantwortet oder hast du nicht gesehen, da war nie was. Und das war eigentlich immer so ein bisschen uncool, wo ich mir dachte, ja, ich habe dich angeschrieben und wir haben eigentlich gleiche Interessen, aber du schreibst mir nicht zurück. Ne, und da gibt's so ein gutes Video auf Instagram, das habe ich schon mal auch erwähnt, wo da quasi so eine, so animiert das quasi, und da gibt es so eine Szene, wo halt quasi eine Person quasi auf dem Handy quasi guckt und dann tauchen vor ihr quasi so Männer auf und die scrollt so durch. Und sucht quasi den perfekten Mann aus und sieht, ah ja, den nehme ich und dann, bumm, da hast du ihn. So, weißt du, und ja, es ist nicht cool. Also ich finde, sowas sollte man nicht machen. Das passt einfach nicht. Ist nicht mein Geschmack und wird es auch nie sein und deswegen werde ich das auch nie wieder machen. Ich habe natürlich verschiedene Apps ausprobiert, das passt auch gleich zur nächsten Frage. Also, ich habe Tinder mal ausprobiert, das war aber auch echt be total bescheuert. Also, da gab es da so ein paar Kontakte, die man bekommen hatte und so, aber das waren immer irgendwelche komischen Leute, die man gar nicht kannte. Und naja, man kannte niemanden von denen, ich weiß, aber die kamen immer aus ganz anderen Gebieten. Gefühlt aus Afrika oder Indonesien, Amerika, Russland oder halt sowas, ne? Oder China, so ganz weit weg. Und dann dachte man so, hä, wieso hast du mich denn jetzt bitte mir ein Like gegeben? Wie soll das dann funktionieren mit so einer Fernbeziehung? Das würde niemals funktionieren. Das ist eigentlich, das ist unmöglich. Das hat bei mir beim ersten Mal nicht geklappt und wird auch sonst nicht funktionieren. Ne, das hat kein Hand oder Fuß. Ne, hat kein Hand und Fuß. Das wird niemals funktionieren. So. Was war dein schlimmstes Date? Ja, da muss ich ziemlich passen. Ich hatte ein Date eigentlich bisher und ja, das war eigentlich total bescheuert. Ich glaube, ich habe das im Video einmal jetzt auch erwähnt. Also,
Ja, beim ersten Date sind wir wirklich ins Kino gegangen. Kino als Date ist eigentlich die Hölle. Also, ja, sollte man eigentlich nicht machen. Man sollte eigentlich irgendwas anderes machen, was ein bisschen mehr Sinn macht, ne? Oder was schöner ist, ne? Da hast du nicht gesehen, ne? Ja, Kino ist eigentlich so Standard. Weißt du, man muss irgendwas, ja, irgendwo nett essen gehen oder so. Ist zwar eigentlich auch Standard, aber ich weiß nicht. Es ist mittlerweile so viel passiert, dass man das, glaube ich, alles gar nicht mehr auftrennen kann oder trennen kann, was man machen soll und was nicht. Ne? So, ich gucke mir jetzt erst einmal von hier unten an. Also so wird das dann. Hey, das sieht doch eigentlich gar nicht. Hey! Also guck mal, so ist gerade der Grundgedanke. Ne? Das sieht doch eigentlich gar nicht so schlecht aus. Wir müssen nur noch ein bisschen anpassen hier. Und hier würde ich eigentlich so einen Fitnessbereich machen, so ein bisschen. Aber ich weiß nicht, ob das dann so passt. Vielleicht muss ich das irgendwie. Ich habe nämlich noch kein Fitnessstudio hier. Kein Fitnessstudio hier. Kein Fitnessstudio. So, ja, ich kann noch Deutsch sprechen, so ein bisschen jedenfalls. Wollte ich hier reinbauen, aber ich glaube, das passt denn hier nicht rein, wenn wir das hier so offen haben. Wird, glaube ich, nicht so ganz passen. So, was wir das natürlich hier oben machen. Wir fangen jetzt so ein bisschen an mit den ersten Feintuning-Geschichten. Und werden uns das hier schnappen und werden hier quasi sowas machen, ne? Dass wir hier quasi die Treppen so ansetzen. Hier können wir eigentlich mal sowas gestalten. Dass wir so ein bisschen. Ja, es soll so ein bisschen abgerundet aussehen, ne? Dass wir hier nicht nur so. Bisschen so ein Standardgedöns haben, sondern auch ein bisschen was Schickeres haben. So zum. Naja, so und dann hier und hier und hier jetzt nicht unbedingt. Na, man kann das hier machen und hier machen. Dann kann man, ja, das können wir eigentlich auch machen. Das soll ja so ein bisschen alles abgerundet aussehen. Das heißt, wir machen quasi so. Dann muss die da allerdings weichen. Können wir nicht überall machen, oder? Ich weiß es noch nicht. Mal gucken, wie das aussieht. So zum Beispiel. Sieht, glaube ich, nach was aus, ne? Klar, wir werden da noch Stützen anbringen, dass das nicht so komisch wirkt hier. Aber ich glaube, so kann man das lassen. Müssen wir dann mal gucken. Ich mache dir mal einen rüber hier, so. So, wo war ich stehen geblieben? Ah ja. Hast du jemals eine Person auf der ersten Verabredung geküsst? Nein. Das hat bei mir tatsächlich echt lange gedauert. Also beim ersten Date nicht, beim zweiten glaube ich auch noch nicht. Das war, ich war halt auch oft noch gar nicht so weit. Ne? Das fing alles bei mir gerade erst an mit den ganzen Geschichten. Und das war das erste Mal, dass ich sowas hatte. Ich war noch völlig unerfahren, wie sowas, wie man das macht. Und der erste richtige Kuss, der war natürlich, Alter, der war so geil. Und ich habe das echt so danach auch nochmal so gelesen. Es gibt ja quasi den Moment, wo man dann irgendwie merkt, jetzt ist es soweit. Jetzt ist quasi der Punkt anbelangt, wo man weiß, jetzt musst du sie küssen. Und genau das hatte ich auch. Ich stand vor ihr quasi so und ich habe dann immer wieder so umarmt. Irgendwie so einmal, zweimal. Und so, da muss jetzt irgendwas passieren. Weißt du, da muss jetzt irgendwas passieren, was jetzt Klick macht, ne? Und das ist einfach passiert. Aber das war. Also da kann man sagen, was man will, aber das war der beste Moment in meinem ganzen Leben, als ich das hatte. Ich fand das einfach. Es war einfach göttlich. Da kann man sagen, was man will. Es war einfach richtig, richtig göttlich. Ich habe das so gefeiert. Und danach war ich so richtig happy. So happy war ich eigentlich echt noch nie. Wie war das hier? Achso, hier habe ich das gemacht, ne? Warte mal. Ja, jetzt geht es wieder von vorn los hier. Achso, den habe ich ganz verbunden. Okay. Okay, dann müssen wir dir nochmal einen weitersetzen. Und zwar so. Dann kommst du weg und du weg. Ja, also der erste Kuss ist natürlich immer was Besonderes und der wird auch für immer in meinem Herzen bleiben. Und das wird sich auch nie wieder verändern, denn das war schon ein schöner Moment, ne? Okay. Geht das überhaupt da jetzt so? Warte mal. Muss man eher so rumbauen, damit er das hier noch erkennt. Weil das ist, Treppenbauen ist immer so eine Kunst für sich. Ne? Früher war das sogar immer noch so, dass sie sich gar nicht so verbunden haben, die Treppen. Das weiß ich noch. Das war ganz, ganz nervige Sachen waren das. So, zack.
Und zack. So muss es, glaube ich, noch was aussehen. Dann könnten wir auch eigentlich... Weil das... Ja, das machen wir. Warte. Dazu muss ich hier oben einmal ein bisschen was rausreißen. Wir können eigentlich hier oben eigentlich alles rausreißen. So wie das hier in der Ecke auch nochmal. So, zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Zack, zack, zack. Das müssen wir ändern, das machen wir aber später, würde ich sagen. Wir machen das jetzt einmal kurz auf beiden Seiten, dass wir das gleich haben. Und dann reißen wir mal hier den ganzen Boden raus, um dann quasi hier die Decke zu machen. Also hier den Bereich zu machen. Weil ich habe da nämlich was vor. So, ich das eh nicht im Inneren des Schiffes gemacht, und das möchte ich gerne gleich gleich so weiterziehen. So, ein bisschen realistisch arbeiten hier. Und dann reißen wir hier einmal kurz alles raus. So, dann können wir nochmal weiter erzählen. Wie lange dauerte deine längste Beziehung? Ungefähr 7 Monate ging das. War ja auch meine einzigste. Ja, war eigentlich viel zu lange. Ich hätte schon viel früher bemerken müssen, dass das nicht funktioniert hatte. Es war wirklich manchmal so, dass man sich wochenlang nicht gesehen hatte. Irgendwie 3, 4 Wochen und sowas. Oder manchmal auch Monate oder so. Naja, Monate nicht, aber es waren immer so, ein paar Wochen so. Und da dachte ich mir so, ah, das ist alles kacke. Ja, bedauerlicherweise war ich der Loser, der diese Beziehung nicht beendet hat. Das war nämlich sie. Sie hat das nämlich gemacht. Und da dachte ich mir so, das war eigentlich alles nicht so toll. Also ich hätte mir das alles echt anders vorgestellt. Aber ja, es ist halt so gelaufen, wie es ist. Ne? Aber es waren 7 Monate. Die ersten Monate schwebte ich, also eigentlich die ganzen 7 Monate schwebte ich auf Wolke 7. Ich dachte mir einfach so, es war alles perfekt. Ne? Ich hatte natürlich Momente auch, wo ich mir dachte, es funktioniert nicht oder es ist nicht so toll. Aber ich konnte es nicht beenden. Ich wollte es einfach weiterlaufen lassen, weil das einfach mir alles gefallen hat. Es war schön. Ne? Das ist quasi wie diese, man hat diese rote Brille auf und man denkt, alles ist toll. Dann ist es halt gar nicht toll. Ne? Und dann ist halt so der Punkt, wo man sagt, nee, lass mal lieber stecken. Ne? Und ja, als dann sie quasi das beendet hat, dann war mir quasi eigentlich alles klar. Und dann wurde man halt so an den Punkt, wo man sich dachte, oh ja, jetzt weiß ich, was du meinst. Ne? Dann wurden einfach so ein bisschen die Augen geöffnet. Ne? Das ist echt interessant und auch krass. Ja, also war dann halt so ein Moment, wo man sich dachte, nee, lass mal lieber stecken. So, ja, was war denn dein schlimmstes Schluss machen? Ja, genau das, was ich gerade erzählt habe. Mehr muss ich dazu, glaube ich, nicht sagen. Was haben wir denn noch hier? Oh, Superhelden, ha! Ah, gucken wir mal, was wir hier haben. Wenn du dir einen Superhelden best... Was? Ich verstehe die Frage nicht. Wenn du dir einen Superhelden besten Freund ausruhen könntest, wen würdest du wählen? Boah. Also ich muss ehrlich sagen, ich bin nicht so der Superhelden-Film-Gucker. Deswegen, ich weiß nicht, ich gucke mal weiter, was hier noch so für Fragen gibt. Animes, bin ich schon am Ende? Nee. Freizeitaktivitäten. Ah, das können wir doch mal machen. Gucken wir, was wir da noch so haben. Also, was ist mein Lieblingssport? Also, ja, sportmäßig weiß man wahrscheinlich mittlerweile schon, bin ich sehr aktiv tatsächlich. Und ja, da bin ich an so einem Punkt, wo ich mir jetzt sage, yo, ich mache eigentlich alles. Ne? Also, so ein Ganzkörpertraining halt. Ne? Also, viele Übungen. Das ist das, was ich sagte mit dem Sport, mit dem Trainer, was halt so viel Geld kostet. Oder, naja, halt Geld kostet. Was halt so Trainingseinheiten sind. Und der macht halt Training für jeden halt abgestimmt. Und das ist halt schon ein härteres, anspruchsvolles Training, was ich dann halt absolviere. Ne? Das ist schon, ist schon hart. Ich kann nicht mehr reden. Ich muss mal wieder Wasser trinken. Muss man auch mal machen. So, sonst habe ich irgendwo noch ein ganzes Pappmaul hier, weil ich so viel rede hier. Wo war ich stehen geblieben? Beim Sport, ne? Ich habe Sport, genau, ja, bin ich eigentlich schon durch. Bevorzugst du Klettern, Reiten oder Joggen? Also Reiten ist überhaupt nicht meins, tatsächlich. Also, naja, wer hätte es gedacht? Das ist nur was für Mädchen, hahaha. nein, natürlich nicht. Können auch Jungs machen, wenn sie darauf Bock haben, aber meins ist es wirklich nicht. Also wenn ich eher denken würde, also Klettern ist halt die Frage, ne? Also ich war mal so Klettern oder Bouldern, wie man das nennt, und
ich bin halt einer, der achtet sehr quasi auch auf richtiges Schuhwerk, was halt zu mir passt. Das Video wird dazu noch kommen, wo ich das dann mal erkläre. Und mir ist halt wichtig, dass auch die Zehen vorne genug Platz haben, ne? Mehr will ich darüber jetzt aber nicht erzählen. Und diese Kletterschuhe beim Bouldern, das waren so Schuhe, die quasi deine Zehen zusammendrücken. Und das war, da meine Zehen generell mehr Platz haben in meinen Schuhen, war das ein bisschen uncool, wenn man dann so eine enge Schuhe trägt, die eingefühlt alles zusammenquetschen, was geht. Und dann wird so, wie kann man denn mit so einem Schuhen überhaupt irgendwie klettern? Klar, das soll irgendwie einen besseren Grip oder sowas haben und besseren Halt oder so, aber das ist doch völlig ungesund für deinen Fuß. Wie willst du das anstellen? Nee, also da dachte ich mir, einmal das gemacht und danach nie wieder. Ich bin gleich abgehauen wieder am ersten Tag, als ich da in der Kletterhalle war. Das ist einfach nicht meins, das werde ich niemals tun. Also wenn, dann würde ich glaube ich, also klettern ist dann nur quasi, wenn man mich quasi in meiner Natur lassen würde, also wenn ich quasi entweder ohne Schuhe mache, also halt barfuß oder halt mit meinen privaten Schuhen, dann würde ich klettern tatsächlich machen, weil das ist schon eine geile Sache. Aber nur dann, ne, wenn es halt so ist, wie es ist, ne? So, also, ja, kommt drauf an, ne? Also generell würde ich dann eher joggen nehmen, weil, aber, ja, das ist so oft für lange Zeit joggen ist echt nicht meins. Also ich bin nicht so der Langzeitjogger. Wenn dann erst schön intensives Training, ne, aber jetzt nicht irgendwie für eine Stunde die ganze Zeit nur joggen gehen, das ist überhaupt nicht meins. Also wenn man aber so einen Vollsprint macht, so einmal so schnell für 20 Sekunden oder so einmal Vollsprint macht, dann das geht ja noch, ne? Aber das ist halt so die Ausnahme, ne? Aber wenn ich mich entscheiden müsste zwischen Reiten, Klettern und Joggen, würde ich mich auf jeden Fall fürs Joggen entscheiden. Also wenn ich das quasi mein Leben lang machen müsste. Also als Gesetz quasi, ne? Wenn ich da nicht drum herum komme, dann würde ich das auf jeden Fall tun. So, zack, hier nochmal dicht bauen. Hier muss das nochmal weg. Müssen wir nochmal alles zubauen. Das war alles noch ein bisschen provisorisch gebaut, also eigentlich gar nicht so realistisch dargestellt, dass hier alles quasi so ein bisschen in der Luft hängt. Ja, war nicht so schlau, aber naja, wir holen das nach, ne? So, das muss nochmal alles raus. Hast du gerade genug... Achso, welche Stadt würdest du gerne besuchen? Boah, ich würde unbedingt mal nach Irland, Belfast. Da will ich unbedingt irgendwann nochmal hin, wenn ich Zeit habe. Weil dort wurde ja die Titanic gebaut. Und ich habe es schon mal erwähnt, ich bin ja der übelste Titanic-Fan früher gewesen. Und heute feiere ich das Schiff immer noch. Und ich würde echt einfach gerne mal genau dort stehen, wo die Titanic halt war. Ne? Ich weiß nicht, ob man da hinkommt, aber zumindest in das Museum dort gehen und mir das mal alles angucken dort und das mal alles machen. Da habe ich mal richtig Bock drauf. Mal sehen. Und ich glaube, die haben sogar eine exakte Nachbildung vom Treppenhaus. Das, da habe ich schon richtig Bock drauf. Da will ich unbedingt einmal hin. Aber alles hat seine Zeit, ne? Man muss auch immer so ein bisschen gucken, ne, wie das halt zeitlich passt. So, und jetzt machen wir einmal, brauche ich schwarzen Beton. Der müsste hier irgendwo sein, ne? Keramik, Trockenbeton, da. Und dann reißen wir diese Ebene nicht einmal ganz raus. Und dort werden wir ein bisschen mit schwarzem Beton arbeiten und mit Redstone-Lampen. Das soll ja noch was aussehen, das soll ja nicht so billig aussehen hier. Ich muss ja ein bisschen Farbe auch ins Spiel bringen. Das kann ja nicht alles weiß sein. Ne? Das ist mir schon wichtig, weil alles weiß... Ich weiß, dieses Weiße ist im Modernen sehr beliebt. Aber es passt für dich immer nicht so gut rein. Ne? Also man muss schon so immer ein bisschen das anpassen, ne? Dass es auch zum Stil passt. Und hier werde ich jetzt nur diese Stellen einmal ausfüllen. Außer so eine Ecken wahrscheinlich noch. Weil das einfach besser passt, damit wir hier das besser verteilen können. Und dann halt noch die Lampen da gleich mit anbringen können. So, zack. So, und dann werden wir auch noch Stützen hier anbringen. Also ich werde das noch so gestalten, dass quasi hier in den Ecken noch so Stützen runterkommen. Also so wie die ungefähr. Nur halt hier vorne ran direkt. Also hier zum Beispiel auch, damit das alles hier gestützt wird. Und es werden auch nicht gerade wenige Stützen sein. Das wird schon ein bisschen mehr. Nicht allzu viel natürlich, aber schon so, dass es halt, ja, halt realistisch aussieht. Ach. So. Hier oben werden wir jetzt durchgehend mit Treppen arbeiten. Außer da wahrscheinlich. Also reißen wir dann mal hier alles wieder weg. Das war jetzt nur provisorisch einmal, dass wir das alles sehen. Außer natürlich hier. Hier kommt eine Stütze rein.
passt, Alter, das passt ja wie, das passt ja perfekt. Mein Gott, das ist ja wie ausgemessen hier. Ha. Gibt es hier auch noch eine Stelle, wo ich Kontakt habe? Hier, ne? Machen wir hier nochmal eine Stütze rein. So, und die können wir ja so einmal nach hinten ziehen. Das geht ja auch. Dass wir schon mal so ein bisschen den Grundgedanken hier fassen. Und hier. So, haben wir schon mal so die ersten Stützen gesetzt, die wir halt brauchen, ne? So, dann nehmen wir das alles hier weg.